Okay. Was? Wie hat der das gemacht? Denke aber mal, wir sind gerade in der Season 1. Da wird auf jeden Fall, denke ich mal, was kommen noch. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch den shapemc.de Server vor. Das ist ein Kit-PvP Server. Jetzt nicht der allergrößte Aufwand, aber ist von einem Kollegen hier, und zwar vom lieben Bernkind. Der hat mich vor was weiß ich wann gefragt, ist schon ein bisschen her, ob ich eine Servervorstellung machen könnte. Videokalender war bis dahin sehr voll. Jetzt brauche ich aber Videos zum Vorproduzieren, weil ich mein Mikro wechseln möchte zu einem besseren, um halt bessere Audioqualität liefern zu können. Und deshalb stelle ich euch heute den Server vor, nicht nur weil ich Videos brauchen muss, sondern weil ich auch den Server zum Zwischendurch einfach mal ein bisschen was anderes spielen einfach nice finde. Also bisschen nebenbei spiele ich hier auch auf dem Server. Hier ist halt so ein Kit-PvP-Server. Ihr bekommt am Anfang eine Truhe und alle Sachen, die zeige ich euch gleich noch. Der Server ist doch gar nicht so recht groß und der Owner ist im Game Mode 3. Okay, also hier gibt es auch verschiedene Ränge. Wenn ihr mal auf den Server kommt und ein bisschen hier, ihr müsst halt hier in der Arena, die wechselt sich auch immer alle 15 Minuten, ich weiß nicht. Aber die wechselt sich dann halt immer und da müsst ihr halt kämpfen und das nicht schummeln hier. Aber echt, das ist echt schlimm hier. Alle schummeln nur. Das kann nicht sein, es stimmt wirklich, es stimmt. Ihr müsst natürlich hier Coins sammeln, wenn hier mal jemand runterkommen würde. Bei manchen Maps ist es auch sogar so, dass wir hier einfach oben reingehen können. Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Aber ja, was ist denn das für ein Kit? Okay, ich weiß zwar nicht, ob das da so gewollt ist, dass man bei manchen wieder drauf hüpfen kann, aber das hier ja. So, genau, und dann bekommt ihr 50 Coins für einen Kill. Es gibt verschiedene Kits und diese Kits könnt ihr auch noch upgraden. Ich glaube, 2 bis 3 Mal kann man die Kits upgraden, die verbessern sich dann kostenlos. Aber dementsprechend auch. Ja, der Content ist hier krass, ne? Ich frage mich eigentlich, wofür man auf so einem Server einen Content braucht. Was willst du sagen? Ja, hör mal! Mit Slash Spawn kommt ihr in 3 Sekunden nicht bewegend zum Spawn. Und dann haben wir hier einmal ein paar Items, und zwar deine Kits. Habe ich jetzt nicht mehr so viele, weil der liebe Bärenkind da was verpeilt hat. Deswegen wurde alles zurückgesetzt. Keine größere gehen raus an dich. Zuerst habt ihr PvP, könnt ihr einfach ganz normal nutzen, so das Standard-Kit. Dann könnt ihr die Kits kaufen. Mein Lieblings-Kit, ich weiß gar nicht, welches hier ist. Und zwar ist es das Steinschwert. Nee, ein Steinschwert gibt es nicht. Also die Map wird auch gerade gewechselt. Es gibt, glaube ich, so 5 Maps oder so, die hier zur Auswahl stehen. Wir haben hier halt ganz viele Kits, die halt auch Funktionen haben, die für sie sprechen. Es gibt hier aber auch noch das Ninja-Kit. Das finde ich am geilsten, muss ich sagen. Aber ich finde, doch, hier ist es gerade. Das ist das Ninja-Kit. Das kostet 2000. Fast, okay, das ist eins der billigen, aber ich finde das echt geil. Und wenn ihr euch das hier noch upgraden tut, Preis 5000 kostet gerade das Standard-Kit, ich glaube 10 oder 5000, ich weiß gar nicht ganz genau, kostet Upgrade vom Ninja-Kit und damit bekommt ihr einfach Schnelligkeit und ja, damit könnt ihr den Gegnern gute Kombos geben. Hier habt ihr das Map-Voting, was als nächstes für eine Map kommt. Sky, Steampunk, China, Waterfall, Snow, Village, Mushroom, Trees und Clay. Ja, ich würde sagen, wir tun einmal Sky auswählen. Ich habe von den ganzen hier keinen Plan. Effekte braucht man jetzt nicht unbedingt. Erfolge kann man hier... Okay, hier gibt es viele. Und Statistiken. Und dann haben wir hier noch diesen Ränge-Typ. Der verkauft euch für viele Coins Premium Lifetime, Bandit Lifetime oder Shaper Lifetime. Wir können jetzt...
krasser Dude, einfach Köftespieß, weißt du? Wenn ihr erstmal anfangt zu spielen, werdet ihr, wenn jetzt nicht so viele Spieler drauf sind, ein bisschen langsamer Coins machen, aber wenn ihr euch ein, ja, ne, macht auf jeden Fall super Spaß hier. Ich weiß zwar nicht, was der für ein Kit hat, aber ich möchte, dass ihr... Ist okay. Was? Wie hat der das gemacht? Ich weiß nicht. So, dann haben wir hier noch einen anderen Schlawiner. Der möchte eins auf die Fresse, genauso wie ich. Stop it. Get some help. Ich weiß nicht, ob er denkt, ich habe Alzheimer, aber... Stop it. Das war's auch schon vom Server. Ist jetzt kein krass großer Server. Ich denke aber mal, wir sind gerade in der Season 1. Da wird auf jeden Fall, denke ich mal, was kommen noch. Wenn es Updates gibt, werde ich euch in einem weiteren Video informieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr gibt es auf meinem Kanal ein brandneues Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.